Ja, bei mir jetzt Dominik Kinscher. Am Ende nochmal ein klarer Sieg gegen Dörbach, zwischendurch nur ein Unentschieden gegen Taforst. Wie fällt dein Fazit nach der vorigen Gruppe 6 beim Felddienstcup aus? Ja, ist natürlich schön, wenn man hier in der Region dann nochmal die Turniere mitspielen kann. Trifft man immer schön auf alte Bekannte. Und für uns natürlich schön, jetzt in der Vorbereitung dann nochmal so ein Turnier mitzuspielen. War gut besucht heute, hat Spaß gemacht und gucken wir mal, was der Tag morgen bringt. Die erste Woche der Vorbereitung ist jetzt relativ vorüber. Wie fällt da so deine Zwischenbilanz aus? Waren die Beine noch ein bisschen schwer heute dann noch jetzt im Laufe des Turniers? Ja, natürlich, klar. Wir haben heute Morgen noch eine Einheit gehabt, über Stunde 40. Und wer unseren Trainer kennt, weiß, dass er da auch immer komplett ans Limit geht. Was auch gut ist, was wir auch brauchen können für die Runde. Deswegen, also schwere Beine werden wir haben. Das ist aber in der Vorbereitung komplett ganz normal. Ja, und alles andere, denke ich, kriegen wir gut hin. Und morgen die Ansage, Turniersieg Eintracht Trier und Torschützenkönig Dominik Kinscher, oder was hast du für morgen vorgenommen? Ja, natürlich, klar, guckt man auch immer, dass man für sich persönlich auch ein ordentliches Spiel spielt. Fazit haben wir jetzt gar nicht, also Zielabgabe haben wir gar nicht, sind natürlich auch Favorit mit, haben ein gutes Ausrufezeichen gesetzt, denke ich, und gucken wir mal morgen die ersten paar Spiele.